Bullseye. So, Elfer, wie gesagt, Öztürk würde ich tatsächlich spielen lassen. Breuer wird dann tatsächlich eher gehen, glaube ich. Ich glaube, es ist langsam mal Zeit. Natürlich ist da noch Luft nach oben bei dem, absolut. Aber lass uns lieber Öztürk spielen, der ist fast so gut. Das Backup für Öztürk wird dann Quintas. So, und die anderen drei verkaufen wir. Verleihen wir. Also ein Goma, wenn auch wieder irgendwie 40 Mio oder so, wenn es reicht, an Leihgebühren einnehmen, weiß ich jetzt schon. Aber Geld spielt keine Rolex, ne? So, 71er LV. Blind. Da. Sag mal, Jojo, hast du nicht schon mal gefunden? Anyways, danke dir für den Futter. Appreciate it. Danke, danke. Gehaltsbudget, natürlich das Gehaltsbudget. Natürlich. Vielen, vielen Dank. Tirol? Maybe. Dann eher Köln. Dann gucken wir Köln, dann sparen wir ein bisschen Geld ein, wa? Oder dritte Liga, maybe? Nee. Regio wird dann sowieso keiner wollen. Komm. Köln, so wenig Geld könnt ihr gar nicht haben. So, wollte ich gerade sagen. So wenig Geld kann das nicht sein. So, wer wartet? Ein Goma. Breuer wird verkauft. Machen wir 60 und kommen wir bei 40 an. Nur Liverpool. Direkt runter. So, wir machen mal eben hier Wasser, ne? Wasser verleihen. Klingt schon weird. Wir verleihen Wasser für 600.000 Leihgebühr. So, das Stream in a nutshell, was? Immer noch Köln. Ja, vielleicht, weil der drei Vereine in der Dings hat. Amstetten. So stehen LV? Ja. Alltag? Alltag oder Amstetten? Was sagt der Profi? Markus? Alltag oder Amstetten? Was ist der nächste? Mach den Bedenkungsverleih auf. Ich nenne einfach mein Verein in Wolwig um. Halt mal davon. Also bei den Preisen. Krüger. Christian Krüger. Boah, 69er LV. Luckenwalde. Braucht den LV? I mean, why not? Das schafft er. Gehaltsbudget, natürlich das Gehaltsbudget. Ach Leute, wie eure Armut kotzt mich echt an. Alles klar, Leute, danke dir fürs Vorbeischauen. Hab eine wunderschöne gute Nacht. Einen wunderschönen Freitag und man hört, sieht, liest sich, wie auch immer. Danke dir. Komm, dann geht ja. Ich wollte eigentlich das Gehalt wieder hochmachen, aber gut. Dann zu Klagenfurt. So, jetzt hatten wir in der zweiten noch Breuer, der verkauft werden möchte. Also möchte nicht, aber ne. 39,5 von Leipzig. Wolfsburg mit einem anderen Angebot. Eintracht 42,5. Aha. Gefällt mir schon besser, dass die Bundesliga dieses Jahr mitbietet, ne? Wie gesagt, also ich habe gar kein Ding, also gar kein Problem. Die Leute primär in der Bundesliga zu verkaufen. Mal ein bisschen die Konkurrenz ankurbeln und so, ne? Ich meine, klar, macht jetzt die Invincible Season nur noch schwieriger. Dafür vielleicht den Save ein bisschen spannender. Kann man sich jetzt auslegen, wenn man möchte, I guess. Ja. Südkorea, Espania. Ich wollte gerade sagen, irgendwer muss da langsam mal. Wer war das jetzt? Breuer. Guck mal, Spanien noch durch. Sevilla. Don't mind if I do. Ich soll vielleicht mal mit System anbieten.
mir jetzt gedacht habe, jetzt habe ich nicht bei allen Vereinen angeboten, aber halt bei einigen, ne? Aber nicht wirklich mit System. Das heißt, ich weiß nicht, sollte ich jetzt noch weitere Angebote brauchen, bei wem ich noch anbieten kann und bei wem nicht. Aber ist auch egal. So, IV. Ja, da haben wir nur 20 oder so. Rautenberg, Sven, Stange. Spinnrad, I guess? Nee, Quatsch. Nee. Ich glaube, ich sag mal, das haben wir, glaube ich, nicht mehr nötig. Wir könnten Seltzer langsam mal verkaufen, glaube ich, tatsächlich. Vielleicht wird es für Seltzer langsam mal Zeit. Und dann nehmen wir Spinnrad als vierten IV. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Variante. Seltzer ist halt mittlerweile 28, ne? Eins unserer ältesten Talente, glaube ich. Vielleicht kriegen wir noch 70? Kriegen wir 70 für den? Wahrscheinlich nicht, ne? 28? Also nicht in der ersten. So, machen wir kurz den und dann gucken wir mal, wen wir sonst noch haben. Ah, Gladbach, 46. Ah. Gladbach sind Sparfüchse, ich merke schon. Gladbach sind Sparfüchse. Ich muss gleich schon mal wieder den Notizblock bereit machen. Chill out, what you yelling for? It's all been done before. Kopenhagen. Okay. Weiß noch nicht mit wie viel, aber macht ja auch nichts. Kein Engländer. Seltzer klingt irgendwie, als wäre der heimliche Österreicher. 61,5 von Lille. Okay. I'm listening. Ah, die Franzosen sind interessiert an ihm. Die Franzosen sind interessiert. Aha. Die suchen aber auch alle Innenverteidiger irgendwie. Crazy. Griechenland. Olympiakos, Panathinaikos, Thessaloniki, Napoli, AC Mailand, AS Rom, Juventus, Inter. Sag mal, ich wollte noch ein Angebot. Sag mal, irgendwer muss doch, kann doch. Kroatien? Nee, sag mal. Ah, Ajax. 41 Millionen hätte ich mir sparen können. So, Rautenberg, Eisenhaus, Stangl, Spinnrad haben wir jetzt. Right. Das heißt, in der zweiten haben wir Neuner? Nee. Junge Achter. Nevermind, Nampalis Mendy gesetzt in der zweiten. Safe Call. Wer wird neben ihm spielen? Entweder Vogts, wobei ich den eher nochmal verleihen würde. Hüster würde ich eher verkaufen, glaube ich sogar. Ich glaube, bei dem gehen auch nicht mehr so viel. Vogts verleihen, dann haben wir Charmi neben Dingsy. Jan vielleicht so als kleines Backup, der ist nur 7er, ne, dem tut sich gar und schnell. Und dann können wir Bauch, Gemell und Vogts verleihen und verkaufen Hüster. Okay, was ist mit dem Vertrag? Ah, der hat ein Vertragsangebot laufen. Okay, müssen wir kurz abwarten. Da müssen wir kurz abwarten, wie das ausgeht. Also, wie es das angenommen hat, sag ich mal, ne? Wir sind einfach mal optimistisch. So, ein 70er IV Bövinghausen. Und gefühlt gar keine IVs. Das schafft er. Yes. Gemell, ein 71er. Kostet euch 2 Mio. Gehaltsbudget. Regio. Nee. Nee. Was hat er? 71. Union. Wird eng. Wobei, die spielen mit 3 IVs. Yes, sir. Das schafft er. Gehaltsbudget. Sag mal. Union muss ein bisschen Geld haben. Danke. So. Die zwei haben wir. Dann ist noch Hüster. Wird verkauft. Auch da setzen wir halt mal, weiß ich nicht, 65 an. Fangen wir bei 40 an. Hey, guck mal, da haben wir doch schon 3 Positionen durch. Let's go. Spanien, Österreich. Okay. Dann, alter Trick 17, ne, ganz klare Geschichte.
Hüster, Hüster hier. Leipzig. Ah. Wo sind wir da? 44,5. Schalke, Dortmund, Wolfsburg. Okay. Belgien. Oh, das sind einige bei. Aber keiner, der Geld hat. Was ist da in Brasilien genau das gleiche, wa? So in Brasilien irgendwer Geld hat. Wir haben jetzt ganz was Neues. Weißt du, haben wir den Bullverein, aber keiner Geld. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Oder den Bullverein, aber keiner hat Geld. Arsenal. Ist auch geil, wenn Arsenal der einzige Verein ist. Da ist West Ham dabei, da ist Newcastle dabei, aber Arsenal sind die einzigen, die bieten. Zeigt schon ein bisschen, wo Arsenal zurzeit steht, ne? In der englischen Tabelle. Nicht gerade on top, um es mal vorsichtig auszudrücken. Bragantino noch richtig gut abwerfen wird für Red Bull? Ist das einfach eine Vermutung oder hat das auch Gründe, warum du das glaubst? Vermutung? Okay. Mal gucken. Ich meine, Salzburg macht das ja ganz gut für Leipzig. Glaube ich. Leipzig hat ja schon die ein oder anderen Spieler von. Wo waren wir denn? Wo war ich denn gerade? Weiß ich nicht. Von. Multitasking, Digga. Ne? Von Salzburg geholt. Eieiei. Es ist spät, Leute. Bitte verzeiht. Just to turn around. Scotland. Ist Šeško fix? Oder ist er schon? Das ist nur wieder einer, den ich wieder nicht mitbekommen habe. Šeško? Nee, noch ist er bei Salzburg. Ah, geht zu Leipzig für 20. Für 24. Also muss ich ihn auf jeden Fall im 23er holen. Sonst muss ich ihn von Leipzig kaufen. So, wir gucken mal weiter. RV. Ich meine, Daniel ist gesetzt. Boah, Eroglu ist schon krass. 87 dahinter, ne? Württemberg ist auch krass. Wir spielen denn noch ein Jahr in der zweiten. Wir spielen Württemberg noch ein Jahr in der zweiten. Nächstes Jahr wird er verkauft. Sein Backup. Treiber. So, jetzt ist die Frage. Eroglu Backup für Daniel, aber der läuft Daniel den Rang ab, wenn wir ihn lassen, ne? Das ist das Ding. Verkaufen wir Eroglu? Boah, aber wir haben keinen anderen Backup. Wir haben keinen anderen Backup. Wir müssen quasi Eroglu nehmen. Östergaard und Wolf sind beide nicht gut genug. Von denen kann keiner Backup machen. Also hat sich die Frage schon übrig. So. Dritte? Östergaard geht sogar in die Regio. Gut, hat nur 67er, ne? Schwelle. 64er? Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, egal, das Budget am Arsch, Digga. Ach, Mann. Wieso seid ihr alle so arm? Nur 400.000. Östergaard und Wolf. 72er RV, glaube ich, ne? Ja, oha, Nördlingen würde aber sowas von, da ist er sowas von gesetzt. Ich werde halt das ganze Gehalt zahlen müssen, gefühlt, glaube ich, ne? Stop being poor, ja. Ja. Genau das. 30, naja, geht. So, LM. Na gut, Jermaine ist gesetzt, ne? Der steht hier als Ella. In dem Sinne können wir Bansen, wenn wir schon hier unten sehen. Werden wir verscherbeln müssen. Den werden wir schon gar nicht mehr verleihen können, glaube ich. Ich meine, wir könnten gucken. Der bis 36, dann läuft der nächstes Jahr aus. Wir könnten gucken, ob wir den verleihen können. Aber ich glaube nicht. Ich befürchte nicht.
Ja. Okay. Dann. Ja, komm, 95 ist doch ein faires Angebot, oder? Schauen wir mal, 65. Entschuldigung, das wäre eine zweite. Oh, Wolfsburg. Ah, 70,5. Wolfsburg hat doch schon mal ein RA von uns gekauft. Hier, Seebacher. Was denn mit dem? Oder ist der ausgelaufen? Jetzt kaufen sie neun oder was? Also, nee. Naja, soll mir egal sein. Was an Spielern bei anderen Vereinen ausläuft, die kaufen sich einfach neue bei mir, anstatt die Verträge einfach nur zu verlängern, ne? Das ist auch bescheuert. Also, ich meine, soll mir egal sein, aber. Hä? Muss man nicht verstehen. Zweite Liga? Dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Arsenal. Na klar, Arsenal. Arsenal mit. Oh, 72. Oh. Newcastle. Man United. 87,5. Ja. West Ham. Ja, weniger wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben einen Winner. Chelsea, Tottenham, Liverpool, City. Oh, noch Frankreich. Aber ich glaube, der Kuchen ist geleckt. Kriegen wir noch irgendwo ein Angebot her? Juventus, die alten Sparfüchse. So, wo sind wir eigentlich? LM. Francis. So. Haha. Ich würde jetzt Lukas Scherz nochmal ein Jahr spielen lassen in der zweiten. Als Backup kriegt er Demir. Dann wird Kröger verliehen. Und Kürslan auch. Wir behalten nochmal Schäferlein als Backup. Ich glaube, nächste werden wir dann Schäferlein verkaufen. Tendenziell. Nächstes Jahr könnte ein Big Money-Jahr werden. Spielen nicht mit LM, ne? Dritte würde nicht gehen, nee. Okay, im Prinzip suche ich primär erstmal eine Mannschaft, die überhaupt einen LM haben möchte. Championship? Ah, das ist halt so das Problem mit der Formation. Die bringst du nicht an. Absolut nicht. Keiner, literally keiner. Na gut, dann können wir noch Härte auch, oder? Was ist eine LA? 70. Gürsel 71. Ist das nicht auch schon von uns? Er hat nur 67 als LA. Das ist das Ding. 67 als Außenstürmer hat er. Da brauchen wir wirklich was Kleineres, glaube ich. Schwyz? Lugano? Ja, Lugano könnte vielleicht unterkommen. Versuchen wir es einfach. Wer war denn das jetzt? Brüger. Kürtschaklan. Dilitbion. So. Na gut, same thing, really, ne? Literally same thing. Caroline. So, Schäferlein wird Backup, haben wir gesagt. Das heißt, wir haben Schäferlein hinter Francis. Lock. So, ZMs. Schneider, Schnecker, Reuterhahn, Squadron. Ich glaube, das Ding ist gesetzt. Die Frage in der zweiten. Wir haben keine OMs mehr, die haben wir mittlerweile alle verkauft. Wir haben ein paar junge, aber keinen super krassen. Könnten bis auf Maihofer, könnten wir sie alle noch verleihen, ne? Zwar Maihofer noch ein Jahr spielen lassen und einen von den Jungen daneben. Dann Steiner, Fredehorst verleihen und dann irgendwie Rühl neben ihm spielen lassen. Was sonst noch hin in der Jugend? Krassen ZMs? Boah, wir haben einen krassen IV tatsächlich mit Mandy. Einen halb krassen. RV ist einfach halb. Digga.
Oh, wir haben IVs von viel zu viel geplant, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben jetzt Jones und Yilmaz gar nicht eingeplant gehabt, ne? Die nicht verlängern wollten. Müssen wir da nochmal drüber gucken. Da gucken wir dann später nochmal drüber. Fällt mir jetzt gerade nur so ein. Okay, wir schicken Mayhofer runter. Rühl ist wahrscheinlich der zweite. Steiner und Fredehorst werden verleiht. Ted. Realize. 74er ZM. Jörg. Let's go. Fredehorst. Wozu verleitet? Entschuldigung. Nichts. Gar nichts. So, Fredos ist Österreicher. Dementsprechend Österreicher. Austria. 70. Ja, easy, der 78, das schafft er. So. Dann haben wir Barua. Na gut, theoretisch müssen wir, brauchen wir noch zwei, ne? Aber ich würde jetzt tatsächlich. Ich würde Barua. Boah, weiß ich nicht. Sind beide nicht so geil, ne? Ich würde jetzt eher verleihen. Nicht zu sein. Vielleicht gucken wir, wenn wir aus der zweiten hochziehen oder so. Ja, aus der Jugend. Oder so. Aber im ZM haben wir ein bisschen ein Depth-Problem, ne? Also im fast im schlechten Sinne. Ha, Energie kommt. Was ist mit Willi passiert? Fällt mir noch gerade vor. Ja. Da kommt unter. Da kommt unter. Digga. So, und Krull? Yeah. 69er ZM. Kerber. Regio? Komm. Nee. Todesfelde war noch immer gut dabei. 68er ZM? Ja. Dieses Gehaltsbudget. So, rechts, Luca, Safe Call, Backup, vielleicht Günzel eher sogar, Linie mal langsam verkaufen, der 27, machen wir so, Lienemann, können auch, na, 30 vielleicht, okay, schieben wir runter. We're chasing cars. No way. Die einzigen, die interessiert sind, haben das Geld nicht. Royal Antwerpen. Kannst du auch nicht ausdenken. In Brasilien gibt es einfach kein Geld. 15,5? Nee. Nee. Das ist mir zu wenig. Definitiv. Crazy Bitch. Tuch. Hab das laut gesagt? Championship? Nee. Ich werde ihn noch irgendwo anbringen für halbwegs akzeptables Geld. Hey Markus, steht morgen früh eigentlich noch? Vormittag? Du hast von irgendwas gesagt, was war? Tillin, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Fuck, wo waren wir denn? Kroatien? Niederlande? War das Niederlande? Ich weiß es nicht mehr. Portugal? Könnte Portugal gewesen sein. Einfach mal früher. Okay. Okay, alles gut. Ich meine, theoretisch versuche ich nicht unbedingt so spät aufzustehen, ne? Aber weiß man nicht. Weiß man nicht, ne?
Entweder bin ich wach oder ich bin nicht wach, ne? Das ist eine 50-50 Chance. Um 6. Puh. Das ist tough. Ja, ich habe jetzt Wochenende zum Glück. Geht das am Dienstag wieder los? Let's go. Habt ihr Montag auch frei? Ist das ein deutsches Ding? Gibt's bei euch Feiertag? Okay, ist bei euch auch frei, okay. Ja, bei uns auch. Für diese Ausländer. Keine Ahnung, wie das im Ausland gehandhabt wird. Staatsfeiertag? Okay. So, was hat man gesagt? Luca, Backup, Günzel. Gesetz, Picasso. Klar, er ist Picasso. Ich wollte schon sagen, Backup, Günzel. Aber Moment. Andrejka wird Backup. Vor allem mal Harero und Dalemura wieder. Beide, glaube ich, schon die zweite Leihe. Happy here. Ah, Plauen? Ja, kommt, komm bei Plauen unter. Easy. Easy. Dalemura. Auch ein schöner Name eigentlich, ne? Dalemura. Kein Regelfein? Nee. Stadt Allendorf. Weiß ich halt nicht, ne? Championship maybe? Noch zweite? Mhm. 65er RA wäre sein Ex-Bester. Ja, da kommt er schon unter. Die haben nur einen, deshalb wollen die keinen. Dann spielen sogar mit RM, das wäre super. Komm, das dritte Liga, ein bisschen Geld müssen wir haben, wa? Ein bisschen Geld muss so da sein, danke. So. Oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt die Sturmfrage. Ja, gut. Ne, Armin Diakos und Hausino wollen wir verkaufen, ne? Ne, Quatsch. El Mouhouti. Das Ding ist, boah, wenn wir für El Mouhouti noch gut Geld haben wollen, müssen wir den langsam verkaufen, ne? Wir könnten natürlich auch. Spielen in der zweiten. Sollen wir vielleicht mit der zweiten anfangen? Bengen vielleicht nochmal verleihen? Also, wäre jetzt mein Aim. Vielleicht können wir den nochmal verleihen? Wenn wir verleihen können, würde ich das vielleicht tun? Können wir. 80er Stürmer. Eigentlich braucht Dortmund einen Stürmer, ne? Ganz ehrlich. Eigentlich braucht Dortmund einen Stürmer. Ich sag euch, wie es ist. Mekka, Habitz, Bürger, Adeyemi. Der ist Stammstürmer bei Dortmund. I'm just saying. Leipzig, wen haben die vorne drin? Ach du Scheiße, ich hab ja gar nichts. Aber ich find's witzig, wenn Leipzig absteigt. Na komm, scheiß drauf. Longo spielt dann in der zweiten. Neben ihm spielt Tagliente. Das sind die beiden Stammspieler. Dann ist Götte Backup. Und Henry, I guess. So, dann können wir nämlich Lemitz, Oettinger verleihen, Sattler verleihen. Dann spielen wir mit Lange. Das ist Lange, das Backup. Ich glaube, es ist Zeit. Ich glaube, es ist Zeit. El Joker. Man merke an, 221 Spiele. Hat nur 66 Puden gemacht, aber die 221 waren halt als Joker, glaube ich, ne? Er spielt halt seit Jahren den. Ich meine, die haben sich Rüter geholt. Spielen die mit zwei oder mit einem Stürmer? Die spielen mit einem Stürmer. Warte, wieso suchen die noch einen? Die haben sich Rütter für 34 oder so von Hoffenheim geholt. Für 27. Hä?
Safe, safe, safe. Bayern hat Nasrullah. Bayern braucht den eigentlich auch nicht. Was hat ein Chelsea vorne drin jetzt? Ganchi. Die haben schon Stürmer von uns. Nee. wir gucken erstmal nach denen, die es auch suchen. PSG hat Trezoldi. Juve? Am Flachowitsch noch, oder? Raspadori, Flachowitsch. Sind aber beide alt. Juve? Ich meine, im Endeffekt muss man einfach nur gucken, wer das Geld hat, ne? Ganz ehrlich. Die werden auch alt. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn zu gucken, wer das. Weil letztendlich will ich Geld haben für ihn, ne? Alter. Alter. Was ist denn hier los? Entschuldigung? Wollen die absteigen oder was? Hä? Können wir kurz Real Madrid retten? Nee, können wir nicht. Okay. Nee, wir müssen einfach gucken, wer das Geld hat. Man United. 135. Das ist ein Anfang. Chelsea 123. Das ist kein Anfang. Zumal die Anstimme brauchen, angeblich. Gerade die sollten noch Geld in die Hand nehmen. Inter. Weiß ich nicht. Ajax? Ja. Jetzt würde sonst keiner das Geld haben, ne? Gehe ich von aus. Außer den großen Ligen. Zenit? Nee. Jockey Foga. Wolulu. Ein wunderschön. Was treibt sie denn um diese unchristliche Uhrzeit noch hierhin? Wie geht's hin? China? Ja, das wäre es jetzt, wenn Brasilien mitgeht, das wäre es jetzt gewesen. So, das heißt. Die anderen drei müssen auch noch verliehen werden. Auch noch ein bisschen Leihgebühr rausquetschen. Keine Ahnung, einfach mal 8,5. Für Ortega. Das ist eine Maschine. 76er Stürmer. Let's go. Wir können das zu lautern. Let's go. Limits. Verletzungsanfällig. Das ist bitter. Ich kann für den nicht mehr Leihgebühr verlangen als für Ortega. Wobei, das ist 77er Stürmer. Tschüss. Leipzig. Achso, nee. Leipzig hat ja den anderen. Und Sattler. Wieso hat Sattler hier drauf? Hat er einen Vertrag angeboten? Nee. Hä? Ah, oder wollte ich den verkaufen, weil er nicht verlängern will? Nee. Hä? Was ist denn bei dem los? 35. Der läuft aus. Möchte aber nicht verlängern. Also möchte ich ihn verkaufen. Richtig? Richtig. Hä? Ist der vorhin bei den Verträgen untergegangen oder was ist da jetzt los? Was ist denn das für. Was sind das für weirde Ablöseforderungen? Hä? Das ist nicht mal das Doppelte. Ist das nicht ein bisschen wenig? Das zahlen die mir doch so. Oder? Oder überschätze ich da jetzt die anderen Vereine? Genf. 18,5 hoch. Eine halbe Stunde geht noch. Wollen wir das ja Vormittag machen? Oha. Respekt an der Stelle. Danke dir. Ja, ich will auch nicht super lang machen. Also primär geht es mir wirklich nur um die Kaderplanung jetzt, wobei wir da im Groben gleich durch sind. Es geht ja gleich quasi in die Verhandlungen. Und vielleicht die Saisonvorbereitung. Einfach nur, damit wir nicht morgen mit diesem langen Stück quasi reinstarten. Das ist einfach nur das Hauptaugenmerk. Mainz 19, das reicht mir nicht. Das reicht uns nicht. Zweite Liga, oha. Hat mal kein Geld. Oh, Köln hat Geld. Weiß aber nicht, wie viel. Hat er eine Klausel? Nee. Also, sonst würde die hier drinstehen, glaube ich. Glaube ich. Ich hatte das ja mit Nasrullah hatten wir das.
Also, mal gucken. Nee, hat keine Klausel. Sicher? Ah, doch, hinten müsste stehen, genau. Ja. I don't know. Einfach nur eine komische Berechnung. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Gibt Schlimmeres. So, jetzt haben wir gleich alle durch, ne? Das müsste der letzte, glaube ich, sein. Das Einzige, wo wir dann nochmal drüber gucken müssen, wie gesagt, sind die Innenverteidiger im zweiten. Haben wir jetzt quasi einen kleinen Fehler drin. Aufgrund der beiden, die nicht verlängern wollen, die ich vorher nicht mit einberechnet habe. Das heißt, wir werden da zwei zu viel haben. Aber da gucken wir dann gleich nochmal drüber. So, vielleicht die letzten Chinesen auch noch? Nee, natürlich nicht. Jetzt kommt. So. Dann. Notepad. So. Wir haben El Mohuti. Das Angebot 135. Das ist mir fast zu wenig, ne? Aber wir kriegen nicht mehr. Also mal gucken, was wir da noch rauskitzeln können. 87,5 bei Bahnsen. Clintworth. 70,5. Digga. Noch nie gespielt bei mir, ne? Seltzer ist bei 61,5. Hüster 59,5. Das sind wieder Mengen. Breuer? Nee, nee. Das ist nicht mehr als sonst auch. Das ist echt nicht mehr als sonst auch. Das ist das Witzige. Das geht schon seit Jahren so. Also die Tendenz vielleicht sogar weniger, weil ich keinen habe, der für super, super viel geht. Ich habe keinen dieses Jahr, den ich irgendwie für 220 oder so verkaufe. Selbst dann hatte ich, glaube ich, die. Selbst in den Jahren hatte ich, glaube ich, die Milliarde nicht geknackt. So, ja, das Kleinvieh läppert sich ein bisschen. Ich meine, gerade die Leihgebühren, ne, die hier. Das haben wir 10. 27, 37, 41, 44, 50, knapp über 50 Millionen allein Leihgebühren, ne? Aber der Rest sind jetzt, was sind das? 200, 300, 24, 4, das sind nicht mal ganz 500 Mio. Mit Leihgebühren sind das vielleicht 500 Mio oder so. Das sieht mehr aus, als es ist tatsächlich. Gehen wir mal der 2020. Wobei, sieht man Transferbilanz auch von letzten Jahren? Nee, es gibt doch ein Ding für Transferbilanz, oder? Gib it dat? Was ist das Verein? Gibt's sowas? Sieht gar nicht so aus. Teamverbesserung, Tabellenpanel, Sorten. Sieht jetzt nicht so aus. Vereinsumsätze. I guess. Mir Ausgaben 200, gut, aber das ist halt nicht. Das sind halt alle anderen Kosten, glaube ich. Das ist jetzt nicht das. Hier noch. Nicht Transfers und so. Das sind, glaube ich, Gehälter und so mit reingerechnet wahrscheinlich. Hier war der erste Tag, wo war? So, Seltzer. Wir haben Angebot für 61,5, ganz ehrlich. Dann fordern wir. Wir gehen mal so, wir machen mal wieder ein Pseudo-Gegenangebot mit 69,5. So, ich gehe entgegen, aber halt, ne, quasi nicht. Hüster, haben wir für 59,5. Auch da können wir Pseudo. Angebot von 64. Ich habe Angst, wenn ich nochmal 65 fordere, was ich halt ursprünglich gefordert habe, dass sie direkt sagen, nee, weil ich nicht entgegengekommen bin, so, ne? Clintworth haben wir auf dem Deckel 77,5. Same thing. Same thing, 79,5. Breuer haben wir 43. Okay. Das ist literally Hoffenheim hier. Wir haben einige Angebote. Wir gehen mal auf 57.
Erstmal hoch an. Echt, da hab schon überlegt, auf 55 zu gehen. Lass uns erstmal 57, weil wir haben einige Angebote. Oha, ich habe einen Stuhl für mich. Kann man hier richtig setzen? Ich glaube nicht. Was habe ich gesagt? 57. Alzheimer. 57. So, Linnemann, 25,5 höchstes Angebot. Auch da, ne? Pseudo 29,5 Abfahrt. So. Laie, Laie, Laie. Sattler, 25,5. Oh, 35. Ich könnte natürlich einen auf Haus machen und bei allem eine Rückkaufoption reinmachen. Ich will sie gar nicht wieder haben. Die sollen ja auch von mir so erfolgreich und gut sein bei anderen Vereinen. Ne? Ist mir, ne? Meine Güte. Sei ihnen ja gegönnt. Okay, Rühl, nee. Nee, der ist, glaube ich, gesetzt. Ich glaube, da wird der zweite ZM neben Meierhofer wahrscheinlich, ne? War, glaube ich, so der Plan. Henry ist zwar nur dritter oder vierter Stürmer sogar in der zweiten, aber nee. So, das Einzige, was gescheitert ist, ist einmal Hüster, ne? Ja, Hüster ist Arsenal raus. Guck mal ganz kurz, was war denn Hüster bisher? Das höchste 59,5. Okay, ist nur noch 50. Zenit, das passen wir mal an. Denn dann werden wir wahrscheinlich schon Richtung 60 runtergehen, glaube ich. Tatsächlich. Das ist dann schon ein Unterschied. Das ist Arsenal wirklich als Höchstbietner raus. So, wir haben Niedermeyer zum Beispiel. Der war bei uns. Den haben wir für... Oha, für 1,4 verkauft. Und da haben wir 9,75. Ich meine, der ist ablösefrei. Ne? Rütter, wie gesagt, hat man gesehen. Bayern ablösefrei zu Chelsea. Haben die keinen Keeper? Doch, die haben Messi. Nee, die haben Luca Philipp. Aber ist auch schon älter, ne? Aber der ist auch schon 27. Aber gut, der hat noch ein paar Jährchen. Kevin Schade zu Leverkusen. Damn. Den hat man 85 kassiert. Jetzt geht er ablösefrei zu Leverkusen. Respekt an der Stelle. Guter Geld für Leverkusen. Guter Geld für Leverkusen, wirklich. Oh, ne Melo zu Bordeaux. Ablöse. Was haben wir kassiert? 99 Mio. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Was die meine Spieler verhunzen alle. Die nehmen maximal die Hälfte an Transfer ein für die. Wenn überhaupt. Wenn sie nicht alle ablösefrei gehen. So, El Mouhouti. Was fordern wir da? Gehen wir auf 160? Ist das frech? Das ist frech. Aber es ist El fucking Mouhouti. Ganz ehrlich. Seltzer sind wir auf 69,5. Bahnsen. Komm, gehen wir auf 93. Nicht, dass dann Arsenal passiert und direkt aussteigen. Hüster. Boah. Wir gehen auf 62,5 tatsächlich bei Hüster. Weil jetzt das Höchstangebot halt gerade 50 mehr sind. Selbst das ist, glaube ich, schon ein bisschen ambitioniert tatsächlich. Clintworth ist aber bei 79,5. Hoffen, dass Atletico nicht aussteigt. Breuer 57. Timmerbone Collapse. Linnemann 29,5. für Sattler. Reggie, JC, Chipak und Biggie. Andre from Arkas. So, möchtest du dich hinlegen vielleicht? Möchtest du Platz nehmen? Do something. Oh Gott. Also einige wollen Götter anscheinend. Also alle wollen Götter anscheinend. So. Clintworth. Ach, das habe ich befürchtet, dass das hier genau Athletik ausschaut.
Okay, Clintworth und Seltzer müssen wir nochmal checken. Da sind zwei ausgeschieden. Okay. Clintworth ist jetzt 71,5, aber das höchste. Wolfsburg ist hoch, das ist gut. Seltzer 61,5. Okay, haben wir auch nur den höchstbietenden drin. Alles gut. Alles gut. Alles gut. 160 Elmo Kuti haben wir gesagt. So, Seltzer 69,5. Das sind immer noch die ersten Angebote von denen, ne? Krass. Ach, na gut, da ist der Höchstbietende noch drin, weil die noch gar kein Angebot gemacht haben. Deswegen, Wahnsinn auf 93. Ist ja absolut Wahnsinn. Ah. Markus, mach's gut. Hab eine wunderschöne gute Nacht. Erhol dich. Und ja, wir sprechen uns morgen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Irgendwo werden wir uns sehen. Hören, wie auch immer. Ja, bestimmt bis morgen. Ist nur die Frage, wann und wo. Huch. Breuer. 57 haben wir gesagt. Comes off. Sattler. 35. Ich will gar nicht wissen, wie viel Freundschaftsspiel ich schon wieder ausmache wegen Line, ne? Ich nehme die immer nur einfach nur an und gucke gar nicht drauf. Einfach gar nicht so gut, glaube ich. Angebot für John Jones. Huch. Ach, der läuft sowieso aus, ne? Theoretisch könnte ich das überlegen sogar. Nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja. Okay, Man United. Okay, Seltzer im Hoodie. Double check. Seltzer, 62. Ist gut. El Mukuti 129. Weiter geht's. Seltzer. 67,5, maybe? Wahnsinn. Müster 62,5. Wir gehen mal auf 60 tatsächlich. Ich gehe mal auf 60. Clintworth 77,5. Breuer 55. Lienemann 28. Ein bisschen runtergehen, ne? Und vielleicht auch welche angenommen bekommen. So langsam. Real akzeptiert Vertragsangebot. Das ist super. Das heißt, Kaya kommt mit auf die Liste. Lienemann gescheitert. Zweimal. Uff. Wahnsinn angenommen. Okay, sehr schön. Lienemann checken wir gleich nochmal und wir setzen Kaya jetzt mit drauf. Dann geht nämlich Kaya. Dann kriegen wir da nochmal ein bisschen Geld. Ein bisschen. Weil Geld, das wir auch dringend brauchen. Ganz dringend. Aber übrigens, für alle Interessenten, nochmal kurzer Disclaimer, ihr seid am Rande. Ist ein Community Safe. Wir haben auch noch Spieler verfügbar und so. Also auch Start 11 Spieler. Also wenn sich jemand verewigen möchte, Kifoga oder irgendwer anderes, gerne Bescheid geben, dann finden wir mit Sicherheit jemanden. Auch in einer Vielzahl an Positionen, also in drei verschiedenen Positionen. Ich glaube, wir haben drei Start-11-Slots quasi noch offen. Ja, alles gut, kein Stress, alles gut.
wollte es nur angemerkt haben. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wenn ich will, da hat schon und so. So, bei wer ist denn jetzt ausgestiegen? Wir fügen mal kurz Kaya an. Der ist Höchstgeburt bei 66. Uff. So, wer war denn jetzt noch auf der Kippe? Warte mal, sind sie bei Seltsam oder bei Höchst ausgestiegen? Bin ich mir nicht sicher. Sattler. Linnemann sind jetzt ausgestiegen. Okay, nur 23,5 tatsächlich. Vielleicht sollten wir mal aktualisieren. 92. Hoch. Warte mal, ich kann nicht mal tippen. Kinsworth, aber wenn meine Linkstaste besser funktionieren würde. 71,5. Selzer sind wir aktuell bei 62. Hüster sind wir aktuell bei 54. Breuer 47,5. Sattler sind wir bei 26,5. Niemann 23,5. Yes, gut. Boom, boom, boom. 150, maybe? Ich hoffe, dass die nicht aussteigen, ne? Das Problem ist, wenn Chelsea aussteigt, ist schon gefühlt vorbei, weil Inter so ultra niedrig ist. Wobei die auch schon bei 100 sind. So, Selza haben wir 62 am Laufen. 67,5 haben wir gegengeboten. Dann machen wir das auch hier. Wahnsinn ist 92,5 angenommen. Ich konnte jetzt einfach mal 92,5. Hüster sind wir bei 60. Machen wir das auch hier. Clint Worth 71,5, 77,5 haben wir gekontert. Zuletzt Extra Langa Breuer 55. Angebot ist bei 47,5. Da haben wir zum Glück noch einige Vereine offen. Also auch wenn ein paar aussteigen würden. Sattler sind wir bei 35, wobei wir da Angebot 26,5 sind. Da würde ich vielleicht mal auf 32,5 sogar gehen. Here we go, Satellite Radio. Öztürk unterschreibt einen neuen Vertrag. Sehr schön. Dann. Ne, bei dem ist egal, der spielt sowieso in der zweiten, ne? Clintworth. Und Seltzer. Sind wieder zwei raus. Wir gehen wieder durch. Clintworth sind wir bei 66 jetzt. Uff. Ganz schön gedroppt hier. Seltzer sind wir bei 50. Ach du Scheiße, Digga. 136,5 bei El Mochuti. Hüster, sind wir noch bei 54, Breuer, 47,5, Sattler, 18,75. Was ist denn bei Sattler passiert? Lienemann, 27,5. Uch, das ist der Marktwert. Puh. Lienemann, 23,5. Kaya, 66. Selza, sind wir bei 50. 62,5 maybe? Sind wir 5 Mio runter. Kaya, was konnte man denn mal? Kaya. 66 ist das, wie ich sagen wollte. Gehen wir mal auf 80 maybe? Das kann man gar nicht so schlechter Deal. Wahnsinn, über die 92,5, die schon angenommen wurden. Oh, sonst noch kein einziger angenommen, ne? Müsste gehen wir mal 60. Ich weiß nicht, ob wir zu greedy sind oder ob die Vereine kein Geld mehr haben oder ob sie nicht mehr so viel zahlen wollen, ich weiß es nicht. 77,5. Oh, 75 tatsächlich. Breu gehen wir auf 52,5. Lienemann. 23,5. Was machen wir? Dann machen wir 26.
Sattler. Boah. 31. Abgelehnt. Reicht rein, nichts hier. Nicht so gut. Vogt unterschreibt, das ist gut. Den können wir jetzt verleihen, glaube ich, oder? Ja, der ist in der ersten noch. Ja, der wird verliehen. 75er IV. Osnabrück, let's go. Lienemann. Ah, ist wieder wer raus. Guck nochmal durch. Clintworth sind wir wieder bei 71,5. Kaya 67,5. Hüster 54. Selzer 52,5. Breuer 47,5. Sattler. Lienemann 21. Boah. Okay. Das wird immer weniger. Kaya, 80 haben wir gesagt. Aber 38 ist schon wildes. Also schon, das ist schon ein bodenloses Angebot von Betis. Angebot für Rühl, nee. Nee, Mama. Oha, wo kommst du denn her? Miretti, oha. Digga, wo kommt der denn her? Holy shit. Oha, keine Spieler von uns, die nicht von uns sind. Ihr wisst, was ich meine. Boah, 142, maybe? Seltsam, sind wir bei 52,5. Wahnsinn. Hüster. Immer 55. Na, komm. Clintworth 75 haben wir gesagt. Breuer, sind wir bei 52,5. Lienemann 24, I guess. Ich hab das Gefühl, wir hatten schon höhere Angebote. Sattler 31. So, Fitness, no? Taktik, no? Machen wir so. Nein. Okay. Das ist bitter. Gefühl wird das immer weniger, die Angebote, ne? Holy shit. Na gut, es ist nur Inter im Rennen, ne? Ab. Seltsam. Oh, 57,5. Wahnsinn, hatten wir schon ein Angebot angenommen? Hüster.
57,5. Clintworth. 73. I don't know what you're expecting of me. Breuer. 52,5. Caught in the Undertow by Sattler. Sind wir bei 31. Boah. 29,5. Eventuell nehme ich das 28,5 trotzdem an. Ich weiß es nicht. Obwohl, nee, wir haben da noch einige. Kifoga, ich danke dir fürs vorbei. Lushan, wir hören uns, wir sehen uns, wir schreiben uns. Danke. Und eine wunderschöne gute Nacht. Clintworth angenommen. Sehr schön. Und einmal Sattler gescheitert. Und dann 13,5. 92,5, 73 bei Clintworth ist angenommen, hatten wir gesehen. Kaya 71, Hüster 44,5, Seltzer 44,5, Breuer sind wir bei 50, Sattler bei 28,5 immer noch, den haben wir bei 22 SSS. So, Kaya 75, I guess. Könnte man dann vielleicht sogar ein angenommenes kriegen. Wahnsinn hatten wir schon. Yes. Hüster. 57,5. Die sind sowieso ein bisschen sehr niedrig. Die auch. Auch wenn sie aussteigen, nicht so schlimm. Die auch. Linnemann 24. Sattler 29,5. So, erstes Spiel gegen Dingsi Bumsi. Sind wir hier durch? 4, 2, warte, machen wir hier. Alpha, Eva. Ich mach mal die Harkens raus. Adam, LM, ZM, yes. So, wie wird aufgestellt? Irgendwie nicht spielen lassen muss. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Kaya gescheitert. Lil. Gucken wir sofort. Wir machen auch mal fangen mit den Spielgesprächen an, gerade wenn die erste ja schon durch ist. Die erste ist ja quasi fertig. Der Rest wird jetzt quasi in der zweiten aussortiert. Kaderplan für die erste Mannschaft ist dementsprechend eigentlich abgeschlossen. Alles, was noch weg muss oder an Plätzen gefüllt werden muss, ist wenn dann in der zweiten Mannschaft. Was wollte ich gucken? Kaya. Sind wir immer noch bei 71, ne? Yes. So much better. So, Melbourne Victory. Let's go. 6-0 und eine Verletzung. Let's go. Kaya 75 haben wir gesagt. Clintworth haben wir 73 angenommen, davon war auch hier 73, ne? Breuer 51 haben wir gesagt. Wobei das bei. Boah, schon mutig. Aber soll nicht beide rausgehen? Wenn auch Hoffenheim und Salzburg oder Leipzig jetzt raus sind, das ist bitter. Haben beide angenommen, das ist ja noch besser. Wahnsinn ist weg. 92,5. Kaya angenommen. Super. Otto fällt für 4 Tage aus. Alles fein. So, Seltzer. Da sind wir bei 57,5.
Na ja gut, die werden nicht zu sagen, ne? Die sind zu niedrig schon. Oh, 56 hier. Hüster. 57,5. Clintworth hat. Haben wir 73 angenommen. Bro, haben wir 51 angenommen. Hoch. Ich habe jetzt noch 24 vor, das ist gar nicht so geil, glaube ich. Scheiß drauf. Da haben wir. Haben wir 28,5 angenommen. Bei Sattler. Also fordern wir hier auch 28,5. So. Guck mal, der Sache nämlich schon näher. El Mohuti. Das Ding ist jetzt tough. 125. Hätte ich eigentlich schon gerne. Wenn nicht, müssen wir nochmal gucken. Breuer sind 51 angenommen. Wollen wir dabei vielen Richtungen, ne? Ende kommen, Ende der Gedulds, des Geduldsfadens, ne? Aber, yes, come on. So. Start den Baum weiter aus. Let's go. Hey there, Delilah. Kaya ist weg. Sattler haben wir jetzt mehrfach wieder angenommen. Breuer auch. Clintworth ist weg. Okay, jetzt müssen wir nochmal El Mohuti, Hüster, Selzer wenden. Das ist nur Lehnemann. Jetzt haben wir 118. Selzer sind wir bei 56. Würde ich vielleicht sogar annehmen. Hüster sind wir nur noch bei 44,5. Da muss man, glaube ich, nochmal nachlegen. Sattler sind wir bei 28,5, haben wir angenommen. Lehnemann sind wir bei 23,5, werden wir wahrscheinlich auch annehmen. So, jetzt ist nur die Frage: Hüster. Ganz ehrlich, muss noch was gehen. Ich weiß nicht, wer da überhaupt noch drin ist, ne? Aber müssen wir jetzt nochmal einen Durchgang machen. Ich weiß nicht, ob wir da schon komplett durch waren. Na, Kopenhagen zum Beispiel. Sind wir schon bei 8, sind wir schon bei 48, ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch Vereine Spieler verkauft oder so, ne? Und brauchen wir jetzt Nachschub 40,5. Marseille, aha. 50,5. Stade Rennes, 55. Aha. Na, guck mal einer an, wa? Weit no other way. The world will never ever be the same. Okay, wir haben jetzt 55 wieder im Raum für Hüster. Das heißt, ich glaube 57,5 ist wieder ganz schön realistisch, wa? So ganz plötzlich. Because of you. Die kommen weg. Dann können wir noch mit Leute reden? Nee, können wir gar nicht. Sind noch in derselben Woche. Never mind. Entschuldigung. Was ist da denn los? Zwei. Sir? Das ist ja bodenlos. So. Hüster, fordern.
23,5. Ich weiß, dass wir ein 23,5 Angebot haben. So, Kaya. Oh, der hat auch ein zweites gespielt, ne? Eigentlich. Ja. Nee. Breuer ist weg. Sattler ist weg. Otto ist wieder fit. Sehr schön. Shake, shake, shake it. Hey, Muchti macht direkt mal zwei Buden. Dann spielt wieder die zweite. Ah, super. Oha. Chungu. Von Valencia zu Tottenham für 79,5 Südafrika. Oh, damn. Love it. Yes. Sehr schön. Finde das super cool. Südafrikanische Rechtsverteidiger. Let's go. Hüster, 57,5, ne? Würdest du da drin wahrscheinlich direkt annehmen, denke ich, oder? Denke ich mal. When we're moving like that. Yes. Lienemann und Hüster angenommen. Sehr schön. Das, was ist denn das mit Sales und Ruti? Wo steht man da? Sales steht man bei 56 und Ruti bei 118. Ich will den nicht so billig, so günstig, Entschuldigung, gehen lassen. So, wir haben die 56 angenommen. Das heißt, wir fordern jetzt hier 56, wobei eigentlich sowieso die letzten sind, die noch drin sind im Rennen quasi. Hüster können wir weiter fordern. Haben wir jetzt eine Zusage. Shake it. Okay. 122 ist. Damit haben wir alle angenommen. In der ersten sind wir durch, ne? Yes. So, in der zweiten gucken wir jetzt nochmal durch. Wir haben einen Keeper. Yes. Wir haben zwei Elfos. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IFAs. Hüster und Selzer gehen noch. Aber die anderen nicht. Nampalis Mendy spielt. Safe Call. Ich würde gerne jemals daneben spielen. Wir können schon Jones als Backup halten. Da wird Jan wirklich eher noch verliehen, glaube ich. 67er IV. Wenn wir runter müssen, wahrscheinlich noch. Ja. Also. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da ist immer noch einer zu viel, ne? Mendy? Schnell als Backup? Jelmas Jones, du musst Kami auch noch weg. Du musst Kami auch noch verleihen. Einfach, weil wir ihn verleihen können. Die anderen beiden können wir nicht verleihen. Das ist das Ding. Das ist halt der Kicker, ne? Die anderen können wir nicht verleihen. Na komm. Na komm. Sag mal. Jetzt reden wir von Region, nicht von der Oberliga. Das Transferbudget, Digga. Holy shit. Gehaltsbudget stand da, ne?
Da steht immer noch ganz Budget. Das Bonus. Was für Budget? Was für Budget? Dann doch dritte Liga. Also ob die in der dritten Liga keine 2,5 Millionen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, Vittore klar als Korn. Come on. Oh Gott. Das war jetzt nicht Geburt, du. Zwei Air Force, zwei LMs, ein, zwei. Nur zwei ZMs, ne? Da müssen wir nachlegen. RMs, wobei Lin immer noch geht. Und im Hoodie geht noch. Das heißt, wir haben. Ja, wir sortieren die IFOs aus und haben zwei ZM-Slots noch offen. Aber keine gut genug ist, ne? Vielleicht lassen wir den Slot wirklich komplett offen erstmal. Mal gucken. Gehen wir wieder auf die 45, wird zwar direkt abgelehnt, ne? Aber ist ja auch egal. So, wir dürfen ihn nicht mehr spielen. Bodenlos. Bodenlos. Lehnemann ist weg. Jugendspieler. Ein Jahrhunderttalent. Ja. Bitte. Bitte. Aber bitte ein Zehner dann, ne? Bitte ein Zehner. Und für die Gelder. Moment. Moritz Lange, Aristui, Germain und Günzel. Okay, Germain und Aristui werden wir verlängern, ne? Yes. Machen wir wirklich nur ein Jahr. Germain. Drinks on me. Let me see what you're working with. Look at those hips. CMU? Was haben wir jetzt noch? Lange. Wir ein bisschen mehr machen müssen, weil der, ne? Genau, du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. So, und dann hatten wir Günzel noch. Was kriegt der? Na gut, 900k ist wirklich ein bisschen bodenlos. Was, mit wem, an wem misst er sich denn? Kiel, der bekommt 3,5. Also bist du schon auf 2 oder so auf jeden Fall. Drinks on me. Let me see what you're talking with. Ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war, der Hornberger eigentlich, ne? Hornberger ist eigentlich der, der noch mehr Geld wollte. Oh gut. Wenn er nicht will, dann will er nicht, ne? So. Ich darf wieder ein bisschen was vertragsmäßig aufgebessert. Potenziell natürlich nur, ne? Müssen wir erstmal annehmen. Rückspiel gegen Adelaide. Hinspiel haben wir 2-2 gespielt. Also quasi Rückspiel. Jetzt 1-0, sag mal, was ist denn da los? Armin Diakos macht eine Bude, aber was dann da los? Hüster. 57,5. Yes. Ich glaube, Elmo Ruti ist weg, wenn schon wieder Leute über Personalpolitik verärgert sind, wa? Selza. 163 Spiele.
Bist du weg? Huti ist weg. Und Sales ist auch weg. Oha. Kiel will nicht verlängern. Wie lange hat er denn noch? Das war noch ein bisschen. Yes. So, damit sind die Abgänge fix, ne? Jetzt haben wir drei Slots offen. Ja gut, einer ist ein Keeper noch. Und dann haben wir zwei ZMs offen. Theoretisch. Nur noch praktisch. Aber wir haben nichts, was aus der Jugend Sinn macht, tatsächlich raufzuholen jetzt. Das ist das Problem. Und Mandy hochholen tatsächlich und den verleihen. Mandy halb. Weil die ja sowieso hoch müssen, ne? Ansonsten gleich hoch. Und dann verleihen wir sie direkt noch. Ja, yeah, she's a diva. Bei den anderen weiß ich nicht, ob sie gut genug werden. Machen wir so. Wir haben die Milliarde wieder geknackt. Let's go. Öster? Nee. Arisui verlängert. Sehr schön. Irgendwer Neues aufgetaucht? Nee. Reutern und Luca wollen gerne Kapitän sein. Die anderen möchten fair bezahlt werden, da Lange, Francis, Arisui wird fair bezahlt, glaube ich. Und Günzel sind im Laufen, Spinnrad, was kriegt der? Boah, ja. Yes, safe. Safe. Also wirklich ein bodenloser Vertrag, I'm sorry. Viereinhalb, komm. Ja, können wir ein Gespräch machen? Nee. Das ist Luca und? Wer wollte denn? Reuterhahn. Reuterhahn? Wo ist denn der? Ja. Na gut, hat eine 7. Boah. Kein Newcomer. Uff. Uff, Otto. Otto, der Führungsspieler. Yes. Luca hat eine 8, ne? Und mit der Axt wenigstens nur eine 6. Daniel hat auch eine 7. Dame, das sind schon krasse dabei, ne? Ganz ehrlich. Boah, Sven, eine Form von 2. Der ist da denn los? Wie geht das denn? Aha. Ganz ehrlich, ich nehme mit 1,5 runter. Das wird nur noch schlimmer. Damn, girl. 3 Tore Reuterhahn aus dem Mittelfeld. Uff. Uff. So, nächster ist Supercup gegen Bayern. Ich hoffe, dass das Fitnessmäßig hinhaut, aber ich glaube ja. Ich hoffe ja. Irgendwie Ex-Spieler von uns? Die nicht von uns gegangen sind? Nö. Nö. Und, also will keiner mehr Leute von uns verkaufen. Also weiterverkaufen. Rapid kann überbieten, wie sie wollen. Gut, Mandy wird dann noch verliehen. 73er IV. Schicken wir ihn direkt runter. Günzel und Spinnrad verlängert, ist sehr schön. Wo ist Mandy? Hier. Pauli vielleicht? 70er IV? Boah, wird knapp. 60. Könnte, wird aber auch eng. Union. Boah, Union ist noch knapper. Bochum. Ja,
Ja, aber Bochum, let's go. Also. Vielleicht. Ah. So we go on and on and on. Halb akzeptiert, sehr schön. Und Sense akzeptiert auch. Sehr schön, dann werden die beiden noch verliehen. Einmal runter und einmal runter. Jermaine verlängert. Maschine im Ohr ist lange verlängert. Rautenberg fällt 2 Wochen aus. Uff. Spiel anbieten. 68er Stürmer. Hannoverscher SC haben letztes Jahr Rehle gespielt. Könnte. Würde aber eng. Kickers. Ja. Why not? Why not? Weiche Flensburg. Yes. Come on. Okay. Und halb. Ein 67er RV. Karlsruhe. Würde reichen, so wie es aussieht, ne? Also, why not? Also, könnte halbwegs erfolgreich sein. Sehr schön. Dann haben wir die noch weg. Und dann stehen wir doch gut da. Zweite soweit gut, ne? Der denkt sich auf, er ist literally gerade erst ein Profivertrag unterschrieben, direkt drängt er sich auf. Hm. Glaube ich aber auch. Glaube ich aber auch. So, und jetzt kämen die Bayern. Rautenberg fällt aus. Mit 9,93. Und ich hoffe natürlich, dass wir gut reinstarten. Wie gesagt, Ziel ist es. Doch, was heißt Ziel? Ja, doch. Ja, also nicht zwingend, nicht zwingend in der Saison. Aber wenn es klappt, dann super. Alle 6 verfügbaren Wettbewerber zu gewinnen. Und dazu zählen haben wir die beiden Supercups. Und für die Geltung noch einer. Gebhardt. Spinnrad. Was kriegt ein Spinnrad? 4,5. Was kriegt Gebhardt? Weniger. Obviously. 1,3. Ergänzungsspieler. 6 Mio. Das ist, glaube ich, ein faires Angebot. So. Aber das Ergebnis der Vertragsverhandlung werden wir nicht mehr sehen, denn die Vorbereitung ist quasi durch. Wir gehen das erste Pflichtspiel an, aber das machen wir morgen.